بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. Alles so gewiss Allah, an Allahs Segen und Heil Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf alle seine Gefährten, die ihm im Guten gefolgt sind. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein und ihre Stellung bei Allah erhöhen. Das heutige Thema, liebe Geschwister, ist die Frage, wie gehe ich als normalsterblicher Muslim mit den Meinungsverschiedenheiten von Ulama um, von Gelehrten um. Ihr wisst, es gibt Dinge im Islam, wo es eindeutige Befehle gibt von Allah subhanahu wa ta'ala und vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die, darüber gibt es keine zwei verschiedene Meinungen. Meistens ist das im Falle von Aqida-Angelegenheiten, die eindeutige sind. Aber es gibt auch sehr viele Angelegenheiten, wo die Gelehrten, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, verschiedene Ansicht sind. Zunächst einmal, bevor wir sprechen, wie wir mit gelehrten Meinungen umzugehen haben, sollten wir erst einmal wissen, von wem sprechen wir überhaupt. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Menschen Vorzüge gegenüber anderen gegeben und bestimmte Menschen über andere gestellt in diesem Leben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Bezeugt hat Allah, dass kein Gott da ist außer ihm selbst. Und die Engel und die Wissenden bezeugen es. Er sorgt für die Gerechtigkeit. Es gibt kein Gott außer ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Das ist in Surat Al-Imran, Vers 18. Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah die Stellung der edlen Gelehrten auf die Stellung der Engel gesetzt. Er selbst bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und hinterher sind es ebenfalls die Engel, die Dinge gesehen haben, von denen wir nichts wissen. Und die Wissenden ebenfalls hat Allah subhanahu wa ta'ala auf eine unglaubliche Stellung gestellt in dieser Ayah. Sie bezeugen alle, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wir sehen in dieser Ayah, liebe Geschwister, unter anderem, dass wenn du Wissen hast, wirkliches Wissen hast, dann führt es nachher dazu, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ohne Wissen wirst du nicht zu diesem Entschluss kommen. Ohne Wissen wird sich das nicht in deinem Herz verankern können. Die Gelehrten hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in vielen Stellen gelobt. Er hat uns klar gemacht, dass sie diejenigen sind, die Allah subhanahu wa ta'ala wirklich fürchten. Sie sind diejenigen, über die Allah gesagt hat, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Das heißt, nur die Wissenden unter seinen Dienern fürchten Allah. Das heißt, diejenigen, die Allah wirklich fürchten, das sind diejenigen, die Wissen haben. Und die Ayat vorher machen auch klar, dass es nicht nur um religiöses Wissen geht, in dem Sinne, wie wir es manchmal verstehen, sondern es geht auch darum, die Zeichen Allahs zu erkennen. Die Zeichen Allahs, wie die Erschaffung von Himmel und Erde, die Zeichen Allahs im Wechsel von Tag und Nacht, die Zeichen Allahs, dass er eine tote Erde wieder lebendig macht und so weiter und so fort. Diese Sachen zu wissen, wer dahinter steckt, und zu wissen, wie die Sachen vor sich gehen, wie diese Abläufe sind, darüber Wissen zu haben und das dann Allah subhanahu wa ta'ala zuzuschreiben, das bedeutet Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Man kann Allah nicht fürchten, wenn man nichts über ihn weiß. Und wie man sagt, jede Sache, wenn du sie nicht kennst, dann ist es so, dass du dich vor ihr fürchtest. Und je mehr du eine Sache kennenlernst, desto weniger Angst wirst du vor der Sache haben. Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es genau umgekehrt. Je weniger man Allah subhanahu wa ta'ala kennt, desto weniger Angst hat man vor ihm. Und je mehr man ihn kennt, desto mehr fürchtet man ihn. Und hier gibt es einen kleinen Unterschied zwischen dem Begriff Angst und Ehrfurcht. Auf Arabisch Al-Khawf ist die Angst und die Ehrfurcht ist Al-Khashya. Warum? Weil der Unterschied zwischen Angst und Ehrfurcht ist, dass Ehrfurcht, liebe Geschwister, kann es nur geben, wenn man Wissen hat. Du kannst Allah subhanahu wa ta'ala nur ehrfürchtig gegenüber sein,
wenn du auch über ihn Bescheid weißt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angeordnet, diese Gelehrten zu fragen, wenn uns in unserer Religion etwas unklar ist. Er sagte subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vor dir entsandten wir auch nur Männer, denen wir die Offenbarung gegeben haben. So fragt die, welche die Ermahnung besitzen, wenn ihr etwas nicht wisst. Zum Verständnis dieser Aya, erst sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vor dir entsandten wir auch nur Männer, denen wir Offenbarung gegeben haben. Die offensichtliche Bedeutung dieser Aya ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angesprochen ist und dass er wissen soll, die Leute, die vor ihm gewesen sind, die Gesandten, die vor ihm gewesen sind, haben das Gleiche gesagt wie er und sie waren auch nicht übermenschlich, sondern sie waren genauso Menschen wie er, wie die Offenbarung bekommen haben. Und sie waren, nach der Auslegung, sie waren Männer, eben keine Frauen. Ja? Es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit darüber, ob es auch sowas ähnliches wie Prophetinnen gegeben hat, aber diese Aya ist ein Beweis für diejenigen, die gesagt haben, nein, es gab nur Männer als Propheten, das heißt Leuten, denen Offenbarung eingegeben worden ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, das ist sozusagen ein Blickwechsel, oder jetzt werden die Leute, die angesprochen sind, wird jetzt geändert. Vorher war es der Prophet, was er angesprochen hat, das heißt es, so fragt die, welche die Ermahnung besitzen, wenn ihr nicht wisst. Gemeint sind die Mushrikin. Die Mushrikin werden jetzt angesprochen. Und zu ihnen wird gesagt, wenn ihr also etwas nicht wisst, dann fragt doch die Leute, die Ermahnung besitzen, das heißt das Volk der Schrift. Wenn ihr schon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht glaubt, weil ihr sagt, er ist einer von euch und plötzlich kommt er mit einer neuen Idee, dann fragt doch das Volk der Schrift, wie ist es mit den Propheten gewesen, die zu ihnen gekommen sind, haben sie etwas anderes verkündet, als das, was Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu verkünden hat? Was wir prinzipiell aus dieser Aya lernen, liebe Geschwister, ist, dass wir immer die richtigen Leute zu fragen haben, wenn uns etwas unklar ist. Allah macht uns im Koran klar, dass die Gelehrten diejenigen sind, die standhaft sind, selbst wenn es Unheil und Verführung gibt. Unheil, Fasad und Verführung, Fitna gibt. Ihr kennt alle die Geschichte von Qarun in Surat al-Qasas. Qarun war ein sehr, sehr reicher Mensch aus dem Volke von Musa a.s. Und er war so reich, dass sogar eine ganze Schar von kräftigen Männern es ihm schwer fiel, nur die Schlüssel seiner Schätze zu tragen. Das heißt, jeder Schatz hat einen Schlüssel, so dass du erst hinkommen kannst. Wie sieht es dann überhaupt aus mit den ganzen Schätzen, die dahinter verborgen sind? Dieser Mann war so reich und Allah sagt über ihn im Koran, so ging er dann in seinem Schmuck hinaus zu seinem Volk. Jene nun, die nach dem Leben in dieser Welt begierig waren, sagten, oh, wenn wir doch das Gleiche besäßen, wie das, was Qarun gegeben worden ist. Sie sehnten sich nach eben diesen Gütern des Diesseits und dem, was Allah subhanahu wa ta'ala Qarun gegeben hat. Er hat wahrlich großes Glück. Er hat wahrlich etwas Wunderbares bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Naja, aber diejenigen Leute, die Wissen haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die Wissen bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala, sagten, wehe euch, Allahs Lohn ist besser für den, der glaubt und gute Werke tut. Und keiner wird ihn erlangen, außer den Geduldigen. Diese Fitna, denen die Leute ausgesetzt worden waren, war eine gewaltige Fitna. Denn du siehst um dich herum Leute, denen es wunderbar geht, und die sind nicht so gläubig. Und du bist gläubig, und dir geht es schlecht. Und du musst in Geduld ausharren. Und du musst leiden. Und du musst dir anhören, und dass man dir sagt, ja, wärst du schon damals einen Kredit aufgenommen, dann ging es dir jetzt auch gut, hättest du keine Sorgen mehr mit Miete bezahlen und weiß nicht was. Und das müssen die Leute eben erdulden, und das ist die Fitna, der sie ausgesetzt waren. Die Gelehrten allerdings, die wissen, worum es wirklich geht, und die wissen, dass diese Güter nur von begrenzter Zeit sind, sie waren der Fitna gegenüber standhaft,
dass sie haben sich der Fitna erlegen und Allah subhanahu wa ta'ala belohnte sie dementsprechend. Und diese drei Parteien, auf der einen Seite Qarun, auf der anderen Seite die Gläubigen und die Wissenden, das ist der Punkt, die wissenden Gläubigen, und auf der anderen Seite die Gläubigen, die aber kein Wissen gehabt haben. Das Ende war folgt, wie folgt, Allah sagte, فَخَفَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Dann ließen wir ihn von der Erde verschlingen und auch sein Haus. Und er hatte keine Schar, die ihm gegen Allah helfen konnte. Noch konnte er sich selbst retten. Das war das Ergebnis über Qarun. Die anderen Leute, die kein Wissen hatten und die gläubig allerdings waren, sie sagten, es ist wahrlich Allah, der denen von seinen Dienern die Mittel zum Unterhalt erweitert und beschränkt, denen er will. Wäre uns Allah nicht gnädig gewesen, hätte er uns von der Erde verschlingen lassen. Und so wurden sozusagen die Leute, die gläubig waren und kein Wissen hatten, errettet durch Allah subhanahu wa ta'ala, indem er dafür gesorgt hat, dass sie von den wissensreichen Menschen geleitet werden. Das heißt, die gelehrten Menschen, sie haben nicht nur sich selbst gerettet vor diesem Verschlingen, sondern sie haben auch die nicht gelehrten Menschen gerettet. Die Gelehrten sind auch diejenigen, liebe Geschwister, die Unklarheiten, die durch Unklarheiten nicht ins Wanken gebracht werden. Die immer standhaft sind. Ihr kennt die Geschichte von einem Mann, von dem der Prophet berichtet hat, dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Er hatte 99 Menschen umgebracht. Und er wollte jetzt bereuen. Er wollte Tauba machen. Eine Sünde, ich denke, alhamdulillah, keiner von uns, inshallah, hat so eine Sünde begangen. Diese Person hat gefragt, zu wem soll ich gehen? Und man hat ihn verwiesen auf einen Rahib, also heutzutage wird man es besessen wie Mönch, ja, auf jeden Fall ist eine Person, die sehr viel Allah subhanahu wa ta'ala anbietet und ihr Leben sozusagen opfert für die Gottesanbetung. Aber selbst hat sie kein wirkliches Wissen gehabt. Und er ging zu ihm und fragte ihn, ich möchte Tauba machen, ich habe 99 Menschen umgebracht, was soll ich tun? Und seine Antwort war, wenn man 99 Menschen umgebracht hat, ich weiß nicht, wie Allah dir das noch vergeben soll. Ich kenne keinen Ausweg für dich. Ich kenne keine Möglichkeit der Reue für dich. Na, der Mörder hat dann, für ihn fällt das leicht. Das erste Mal zu morden ist vielleicht schwer. Das zweite Mal ist schon einfach. Beim hundertsten Mal ist es ein reines, ist das für ihn eine reine Gewohnheit. Das ist nichts Besonderes mehr für ihn. Jeder von uns kennt das, der auch schon ein Schaf geschlachtet hat. Ja. Das erste Mal ein Schaf zu schlachten, um das Blut zu sehen und anzulegen, das Messer und so. Manche Leute, ich weiß das sogar von meinem Vater, der ist zum ersten Mal, als er so Blut gesehen hat, er ist Arzt, ja, dann ist er in Ohnmacht gefallen, dass er mit Leichen zusammen war. Aber dann nachher, das wird reine Gewohnheit. Und genauso ist es auch beim Schlachten von Menschen. Man wundert sich, wie jemand es schafft, mehrere tausend Menschen zu uns zu bringen. Ja, das ist nur das erste Mal anstrengend. Danach ist es reine Gewohnheit. Der Mörder hat dann gesagt, na gut, wenn dieser Mensch mir da nicht viel helfen kann, hat er ihn auch umgebracht. Weil die Antwort hat ihm nicht gefallen. Die Antwort hat ihm nicht gefallen, hat ihn umgebracht und so waren es 100. Dann hat er wieder gefragt, wer ist der Gelehrteste unter den Menschen, zu dem ich gehen könnte, damit er mir hilft in meinem Problem. Und man hat ihn dann diesmal wirklich auf einen Gelehrten verwiesen. Er ging zum Gelehrten und sagte zu ihm sein Problem. Und der Gelehrte sagt, natürlich kannst du Tauber machen. Wer soll sich zwischen dir und der Tauber zu Allah subhanahu wa ta'ala stellen? Und dann sagte er, aber du musst etwas dafür tun. Du sollst bereuen und Allah zeigen, dass du es auch wirklich ernst meinst. Und du sollst dein Volk, in dem du dich aufhältst, verlassen. Und du sollst in ein anderes Land gehen, wo gläubige Menschen sind, die Allah dienen, sodass du gute Freunde hast und von deinen schlechten Freunden wegkommst. Der Mann hat sich auf den Weg dorthin gemacht und starb unterwegs. Der Tod hat ihn ereilt, der Engel des Todes kam zu ihm. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte,
Daraufhin haben die Engel des Paradieses, die Engel der Barmherzigkeit und die Engel der Strafe miteinander diskutiert und sie waren sich nicht einig. Wer soll ihn nehmen? Die Engel der Strafe haben gesagt, er hat 100 Menschen umgebracht. Und die Engel der Barmherzigkeit haben gesagt, er hat bereut und er war auf dem Weg zur Besserung. Daraufhin kam ein Engel in Menschengestalt zu ihnen und sie haben ihn zum Richter genommen. Und dieser Richter hat dann entschieden und gesagt, ihr sollt bitte die Entfernung messen. Die Entfernung zwischen dem Ort, wo er losgelaufen ist, das heißt der Ort, wo diese üblen Menschen waren, wo er mit denen zusammen war, bis zur Stelle, wo er jetzt gestorben ist, das ist die eine Strecke, und die andere Strecke ist, die Stelle, wo er gestorben ist, bis zum Ort, wo er eigentlich hingehen wollte. Und beim Messen haben sie herausgefunden, dass er der Erde, dem Land, wo er hingehen wollte, näher war. Und daraufhin hat ihn dann die Engel der Barmherzigkeit haben ihn dann genommen. Und Allah hat ihn ins Paradies eingehen lassen und hat ihm seine Sünden vergeben, obwohl es 100 Seelen war, denen er sich schuldig gemacht hat. Was wir daraus lernen, was die Gelehrten angeguckt, einmal der Erste, der kein Wissen hatte. Was war sein Ergebnis? Er hat praktisch durch diese falsche Fatwa, die er gegeben hat, hat sich selbst umgebracht. Ja? Hat sich selbst umgebracht und er hätte beinahe den Mörder mit umgebracht. Weil wenn dieser Mörder in diesem Zustand gestorben wäre, dann hätte er unglaubliche Rechenschaft ablegen müssen. Weil er keine Tauber gemacht hat. Und der Gelehrte, subhanallah, hat durch die Fatwa sich selbst gerettet und hat den Mörder vor der Strafe Allahs gerettet. Und was ihn im Jenseits erwartet, ist noch gewaltiger und schöner, als was ihm diesseits schon bekommen hat. Allah subhanahu wa ta'ala, bei ihm sind die Gelehrten angesehener, auch wenn sie nicht so viel beten, wie die Leute, die sehr viel beten, aber wenig Christen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith al-Tirmidhi, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى أَدْنَاهُ. Das heißt, die Vorzüglichkeit eines Gelehrten gegenüber einer Person, die sehr viel betet, Klammer auf, nicht gelehrt ist, ist gleich der Vorzüglichkeit von mir gegenüber dem Geringsten von euch. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi al-khayr. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wahrlich, Allah, die Engel, die Himmelsbewohner, die Erdbewohner, sogar die Ameisen in ihren Löchern, sogar die Fische, also im Meer, sie alle beten für denjenigen, der den Menschen etwas lehrt. Der den Menschen, heißt es, Gutes lehrt. At-Tirmidhi rahimahullah sagte, der Hadith ist hasan und gharib und sahih. Allah subhanahu wa ta'ala wollte, liebe Geschwister, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, er wollte, dass die Gelehrten sich nicht in allen Sachen einig sind. Das müssen wir wissen. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass es Dinge gibt, über die sich alle einig sind und Dinge gibt, wo man sich nicht immer einig ist. Und das beste und bekannteste Beispiel vielleicht, das Paradebeispiel, ist das, was bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden ist, dass Ibn Umar radiallahu anhu erzählt uns folgenden Hadith. Er sagte, nachdem die Parteienschlacht vorbei war, das ist die Grabenschlacht gewesen in Medina. Und das ist die Grabenschlacht in Medina, was da, das ist das Schlimme, was passiert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte mit den Banu Qurayza, das ist einer von den drei Stämmen, die sich in Medina angesiedelt hatten, hat mit einem Vertrag gehabt. Und ich bitte, dass jeder Muslim diese Geschichte auch kennt, wie sie wirklich ist.
Denn heutzutage, wo Riyadu Billah, ohne dass ich dafür Werbung machen möchte, deswegen werde ich nicht erwähnen, findest du in manchen Internetseiten diese Geschichte. Natürlich wird besonders, und das ist uns erst gestern in der Stadt passiert, wird es den Muslimen vorgeworfen. Sie sagen, euer Prophet hat in Medina so und so viele 100 Juden hingerichtet. Ja. Das ist sozusagen, sie erzählen dir das Ende der Geschichte. Aber sie erzählen dir nicht, wie es dazu gekommen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einen Vertrag gehabt mit den Juden. Die Stadt Medina sollte verteidigt werden. Er wusste, dass die Qurayshiten mit den anderen Stämmen sich vereinigt haben. Deswegen heißt die Parteienschlacht. Weil verschiedene Parteien haben sich zusammen versammelt gegen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Medina. Und die Stadt Medina, haben sie gesagt, wie können sie diese Stadt beschützen? Sie sind in viel geringer Anzahl als die anderen. Da haben sie diesen Graben ausgegraben. Das heißt, ein Teil der Stadt war sozusagen gesichert, weil man konnte nicht so einfach über einen Graben rüberspringen mit seinen Reittieren, schon gar nicht zu Fuß, dann würde man sie einfach abschießen. Ein anderer Teil der Stadt war aber offen, man konnte nicht den Graben um die ganze Stadt machen. Und dieser offene Teil sollte beschützt werden von wem? Von den Banu Qurayza. Diese allerdings haben sich entschieden, dann während dem Krieg umzuschwingen. Die haben gesagt, oh, wir werden wohl diese Schlacht so verlieren. Also sind wir heuchlerisch und brechen den Vertrag und schließen uns lieber den Mushrikin an. Das Ergebnis war, liebe Geschwister, dass die Mushrikin jetzt einen Zugang hatten in die Stadt und Männer und Frauen und Kinder abgeschlachtet haben. Und das war eben das Resultat. Das heißt, sie waren verantwortlich dafür, dass viele Muslime ihr Blut vergossen haben. Kurze Frage. Dass wirklich Frauen und Kinder getötet wurden und nicht nur in Gefahr waren, wo ist die Überlieferung? Weil die kenne ich nämlich nicht. Okay, inshallah, dann werde ich das nachholen. Okay. Ja. Also was ich weiß, ist, dass sie eben dadurch den Vertrag gebrochen haben. Okay? Und im Islam ist es so, und das ist das Urteil von Umar ibn Khattab auch später gewesen, radiallahu anhu, dass wenn eine Person eine andere widersetzlich unrechtmäßig tötet, dann droht ihm die Hinrichtung. Das ist zweifellos bei uns der Fall. So, jetzt passt auf. Was ist aber, wenn eine ganze Gemeinschaft verantwortlich ist für den Tod? Was ist, wenn eine ganze Gruppe alle zusammen eine Person umgebracht hat? Alle gleichzeitig schlagen ein auf diese Person. Man kann nicht wissen, durch wen der letztendlich getötet ist. Alle haben mitgemacht. Das Urteil ist, alle werden deswegen hingerechnet. Es sei natürlich mit Verziehen, kennt die Regeln natürlich nicht. Ja? Und deswegen sagte Umar ibn Khattab seinen berühmten Ausspruch, er sagte, selbst wenn die Bewohner von Sana'a alle sich versammelt hätten, um eine Person umzubringen, ich würde sie alle hinrichten lassen. Ja, da gibt es keinen Unterschied. Und deswegen, liebe Geschwister, war das Urteil vom Propheten sallam. Übrigens, dieses Urteil hat Allah subhanahu wa ta'ala nachher bestätigt, nachdem der eine Sahabi dieses Urteil gefällt hatte. Und er war einer von ihnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Urteil bestätigt, also waren sie da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das war aber natürlich nicht, das ist nicht der Grund, warum ich die Geschichte erwähnt habe. Der entscheidende Punkt war, nachdem die Schlacht vorbei war, hat der Prophet seine Waffen ablegen wollen. Und Jibril a.s. hat ihm gesagt, nein, du legst die Waffen nicht ab, bis du geurteilt hast bei den Banu Qurayza. Denn sie haben diesen Vertrag gebrochen. Daraufhin hat der Prophet s.a.w. zu seinen Freunden gesagt, dass sie nach zu Banu Qurayza gehen sollen. Und dann sagte er, niemand von euch soll das Asr-Gebet verrichten, es sei denn dort, bei den Banu Qurayza. Was ist dann passiert? Sie sind unterwegs, ist die Sonne am Untergehen gewesen. Das heißt, die Zeit zum Asr-Gebet war am Auslaufen. Und dann haben sich die Sahaba in zwei Gruppen gespalten. Das heißt, sie hatten zwei verschiedene Meinungen gehabt. Die einen haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat zu uns gesagt, ihr sollt das Gebet erst dort verrichten.
Also werden wir das Gebet erst dort verrichten, uns ist egal, auch wenn die Sonne untergeht. Wir halten uns an die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben nicht gebetet unterwegs. Und die anderen haben gesagt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das zwar gesagt, aber das hat er nicht so gemeint, wie ihr es verstanden habt. Er hat gemeint, dass wir uns beeilen sollen. Aber die Gebetszeit ist doch voll fest vorgeschrieben. Wir können jetzt nicht die Gebetszeit verstreichen lassen. Und sie haben gebetet. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diese Sache nachher mitbekommen hatte, hat er niemanden von den beiden Gruppen getadelt. Wenn du es wortwörtlich nimmst, jede von ihnen hat gegen irgendeinen Textbeweis verstoßen. Die einen haben, die gebetet haben, haben offensichtlich gegen den Ausspruch des Propheten auch einen Verstoß. Ja? Die hätten nicht beten sollen. Und die anderen, nicht gebetet haben, haben offensichtlich gegen die Aussage Allahs verstoßen, wo es heißt, das Gebet ist den Gläubigen so festgesetzt und fest vorgeschrieben. Also wie könntet ihr jetzt das Gebet hinausschieben? Aber trotzdem hat der Prophet niemanden von beiden getadelt. Und das weist darauf hin, Alhamdulillah, dass solche Meinungsverschiedenheiten durchaus tolerierbar sind und tolerierbar sein müssen. Unter natürlich bestimmten Bedingungen. Und diese Bedingungen gilt es natürlich dann zu wissen, damit man weiß, was sind Meinungsverschiedenheiten, die es geben darf, wodurch sich unsere Herzen nicht unterscheiden dürfen, und was sind Meinungsverschiedenheiten, die es nicht geben darf, und wenn es sie gibt, dann tatsächlich gibt es verschiedene Lager, verschiedene Gruppen unter den Muslimen. Am bekanntesten natürlich sind Meinungsverschiedenheiten, die zu richtigen Spaltungen führen, sind es, wenn es um Glaubensangelegenheiten geht. Ja. Wenn Leute zum Beispiel wenn Leute an Isa a.s. als den Gesandten Gottes und als Diener Allahs glauben und die anderen glauben ihn als einen Sohn Gottes oder Halbgott oder Gott selbst oder weiß nicht was, ja, dann natürlich gibt es verschiedene Parteien und wir können uns niemals einigen auf eine Basis, die es nicht gibt. Diese Meinungsverschiedenheiten, liebe Geschwister, dafür gibt es verschiedene Gründe. Das ist so wichtig, das zu wissen, denn nur dadurch, dass du weißt, warum es verschiedene Meinungsverschiedenheiten gibt, wirst du auch die Gelehrten respektieren, die eine andere Meinung vertreten als dein Lehrer. Oder wenn du selbst eine Meinung vertrittst, wirst du nur die andere Meinung verstehen können, wenn du weißt, wie er dazu gekommen ist. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ich ein paar Ursachen erwähnen und auch inshallah teilweise Beispiele erwähnen. Einem werde ich inshallah ausführlicher eingehen als bei anderen. Eine Meinungsverschiedenheit ist unterschiedliche Verständnis des Textes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt etwas im Koran, und der eine versteht etwas und der andere versteht darunter etwas anderes. Ein bekanntes Beispiel dafür ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass die Wartezeit einer geschiedenen Frau bei einer widerrufbaren Scheidung besteht drei Qurr. Dieser Ausdruck Qurr oder Qurr hat im Arabischen zwei Bedeutungen. Auch wenn du ein Wörterbuch aufschlägst, im Arabisch Wörterbuch, hat es zwei Bedeutungen. Die eine ist Menstruationszyklen. Das heißt, es geht um die Phasen, in denen jeden Monat eine Frau blutet. Und die andere Bedeutung ist die Phase der Reinheit. Das heißt, genau das Gegenteil. Es geht nicht um die Zeit, wo sie blutet, sondern die Zeit, wo sie nicht blutet. Und was ist damit gemeint? Die Gefährten des Propheten hatten verschiedene Ansichten darum. Die einen sagten das, die anderen sagten was anderes. Und weil man sprachlich auch beides darunter verstehen kann. Die einen, jeder hat natürlich seine Gründe, warum er die eine Ansicht bevorzugt und außer der anderen. Das hat in der Realität eine Auswirkung. Es ist nicht so, als hätte es keine Auswirkung. Es hat eine Auswirkung, aber ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, damit wir nicht den Rahmen sprengen. Aber es ist einfach eine sprachliche Angelegenheit. Ein zweiter Grund, warum es Meinungsverschiedenheiten geben kann, sind die Usul, die Grundsätze des Fiqh. Usul ist der Plural von Asl. Asl ist ein Grundsatz.
Das ist es, liebe Geschwister, was die verschiedenen Madahib, verschiedenen Rechtsschulen wirklich ausmacht. Glaubt mir, eine Rechtsschule macht es nicht aus, zu wissen, dass in der Rechtsschule ist, das macht das den Wudu ungültig und der andere Rechtsschule macht das Wudu nicht ungültig. Das ist nicht das, was die Rechtsschule an sich ausmacht. Was die Rechtsschule viel mehr ausmacht, ist, wie sind sie zu diesem Urteil gekommen. Wenn du betrachtest, haben die Gelehrten verschiedene Usul. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Die Begriffe Fard bzw. Rukn, das ist das gleiche, Fard und Rukn, und auf der anderen Seite Wajib. Rukn wird übersetzt als Säule. Säule des Gebetes. Säule des Gebetes, zweifellos ist das Stehen. Bei allen Gelehrten ist das Stehen im Gebet eine Säule. Wenn du nicht stehst im Gebet, beim Pflichtgebet, dann hast du nicht gebetet, fertig. Die zweite Sache ist ein Wajib. Wajib sind auch Pflichten. Jetzt die Frage ist, wie definierst du das eine und wie definierst du das andere? Die Mehrheit der Gelehrten, für sie ist ein unbedingter Bestandteil einer Ibadah. Das heißt, du musst ihn machen. Er entfällt nicht dadurch, dass du ihn vergisst. Und er entfällt auch nicht dadurch, dass du nicht gewusst hast, dass du es machen musst. Wenn du also nicht wusstest, dass du es machen musst. Und wenn du ihn vergessen hast, du musst ihn machen, nachholen, irgendwie. Kommt natürlich auf die Ibadah an. Wenn es in einer Ibadah auch Wajib gibt, das sind auch Pflichten, dann musst du die auch machen. Aber wenn du sie vergessen hast zu machen, ja, dann hast du die Möglichkeit, sie nachzuholen. Ja. Beispiel dafür im Salah, wenn du vergessen hast, zu stehen, und du gehst dann am nächsten Tag zum Gelehrten und fragst ihn, ja, Sheikh, ich habe nicht gewusst, dass man stehen muss, dann würde ich sagen, okay, dann wiederholst du mal dein Gebet einfach. Ja, also das geht nicht Gebet ohne Stehen, dein Pflichtgebet. Ja. Aber bei Wajib, wenn du zum Beispiel vergessen hast, dein Wajib, und das Paradebeispiel ist, wenn du ein Gebet verrichtest von 3 oder 4 Raka'at, dann musst du nach der 2. Raka'at sitzen und den Tashahud sprechen. So. Und dieser Tashahud ist Wajib. Das heißt, wenn du ihn verpasst hast, wenn du ihn absichtlich weglässt, das geht nicht. Dein Gebet ist natürlich ungültig. Aber wenn du ihn verpasst hast zu sagen, weil du aufgestanden bist und nachher hast du dich erinnert, oh, das war ja schon die 2. Raka'at, nicht die 1. Dann musst du diese Tashahud nachholen. Durch 2 Vergesslichkeitsniederwerfung, und die machst du dann vor dem Salam. Und dann ist dann sozusagen wieder aufgeglichen. Du hast sie nicht an sich gemacht. So. Das ist die Mehrheit der Gelehrten sagt also, Fard ist bei mir das, was man unbedingt machen muss, entfällt nicht, und Wajib ist das, was man eventuell anders nachholen kann. So, das wird grob gesagt. Bei den Ahnaf, bei den Hanafitischen Madhab ist es aber nicht so. Bei den Hanafitischen Madhab sagen, für uns grundsätzlich, Fard ist etwas, was mutawatir überliefert worden ist. Das heißt, normalerweise, das, was im Koran steht. Und Wajib ist etwas, das mag zwar auch unbedingt gemacht, muss man es unbedingt machen, aber es ist nicht mutawatir überliefert, sondern Ahad. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig über den Propheten überliefert oder es steht nicht im Koran, sondern es steht vielleicht in einem Hadith oder 2 Hadithen, aber es steht nicht, es ist nicht eine Sache, worüber sich alle einig sind. Diese Sache hat natürlich Konsequenzen. Das heißt, wenn du jetzt ein Buch aufschlägst von dem Hanafitischen Madhab, das habe ich mal mir die Mühe gemacht, in Bezug auf die Fatiha lesen. Fatiha lesen, wisst ihr, es gibt Gelehrte, die sagen, die Fatiha lesen ist Fard und sie stützen sich auf die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wer die Fatiha nicht gelesen hat, der hat nicht gebetet. Fertig. Der Hadith bei Bukhari und Ba'am. Dieser Hadith ist eindeutig in dieser Hinsicht. Also wenn wir jetzt andere Hadithe ausblenden, dann ist das ein eindeutiger Beweis dafür, dass es ein Fard ist, ein Rukn ist. Nicht nur Wajib ist. Die Hanafiten, die kennen diesen Beweis. Die kennen diesen Beweis. Und die sagen, ja, dieser Beweis ist eigentlich dieser Hadith ist eigentlich ein Beweis dafür, dass die Fatiha zu lesen Rukn ist, Fard ist im Gebet, aber dieser Hadith ist nicht mutawatir und deswegen sagen wir, das Fatiha lesen ist Wajib und nicht Fard. Okay? Und deswegen,
Und deswegen, liebe Geschwister, seht ihr, wie wichtig es ist, die Usul zu kennen. Das heißt, eigentlich interessiert mich nicht, dass die Hanafiten sagen, die Fatiha ist wajib. Das ist für mich absolut nebensächlich. Wichtiger ist für mich, warum haben sie es aufgebaut? Auf diesem Absatz, den ich gerade erzählt habe. Ach so, jetzt die Frage ist, bist du mit diesem Absatz einverstanden? Das heißt, wenn du mit dem Absatz gar nicht einverstanden bist, dann wirst du auch mit dem Ergebnis nicht einverstanden sein. Ja? Und jetzt sieht man, stell dir mal vor, du lernst Usul al-Fiqh bei einem Gelehrten. Ja, der sagt dir, das ist absolut irrelevant, ob ein Hadith mutawatir ist oder nicht, sondern wenn, dieser Hadith ist eindeutig ein Beweis, dass der Fatiha Rukun ist, und deswegen ist für mich dieser Grundsatz, den die Hanafit haben, ist für mich nicht gültig. Gleichzeitig lernst du den Fiqh bei einem hanafitischen Gelehrten. Und du lernst Fatiha wajib, das schluckst du einfach. Das heißt, jetzt hast du einen Widerspruch. Du hast einen Widerspruch. Du hast einen Affen, nach dem du gar nicht handelst. Ja? Deswegen ist es sehr wichtig, sich gerade am Anfang seiner Laufbahn an einen Gelehrten zu halten, der kompetent ist und dir das Wissen wirklich vermittelt, bevor du links und rechts und fünf Gelehrte verschiedene Bücher aufschlägst. Klammer auf, Klammer zu, das Witzige an dieser Angelegenheit ist, Imam al-Bukhari, der Imam der Hadith-Gelehrten, er sagt, dieser Hadith ist mutawatir. Er sagt, dieser Hadith, la salata, die man lam yaqra bi fatihat al-kitab, kein Gebet für denjenigen, der die Fatiha schiebt, er sagt, dieser Hadith ist mutawatir. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wenn du ein Hanafit bist und wirklich nach dem hanafitischen Method gehen willst, nach dem Usul, den die hanafitischen Gelehrten gesetzt haben, diese Grundregeln, musst du sagen, Fatiha ist wahr. Ja? Wenn du es nicht machst, natürlich, wenn du dich auf andere Hadith schützt, das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, ihr wisst, wer Imam al-Bukhari ist. Also, verschiedene Grundsätze führen zu verschiedenen Ansichten. Ein weiteres wunderbares Beispiel, was wir manchmal vielleicht gar nicht berücksichtigen, ist einfach vergessen. Man vergisst etwas. Und dieses Vergessen, liebe Geschwister, ist sogar unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam passiert. Er ist ein Mensch, er sagte, innama ana basharun mithlukum, ansa kama tansaun. Ich bin ein Mensch genauso wie ihr. Ich vergesse genauso, wie ihr auch vergesst. Ja? Das ist eine Sache, vergessen wir. Aber das ist für unser Beispiel nicht so relevant. Für unser Beispiel zu relevanter ist die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu gab es ein Thema. Und zwar ging es darum, was soll man, also das heißt, der Umar ibn Khattab hat gehört, dass Ammar ibn Yasir radiallahu anhu eine bestimmte Fatwa gegeben hat, eine bestimmte Meinung vertreten hat. Und, dann, und das war, die Meinung war einfach, dass man, wenn man kein Wasser zur Verfügung hat, wenn man kein Wasser zur Verfügung hat und auch kein Tayammum machen kann, das heißt, weder kann man sich mit Wasser reinigen, noch kann man sich mit dem reinen Erdboden Tayammum machen. Ja? Dann soll man trotzdem einfach beten, fertig. Ja, das heißt, du weißt, jetzt ist Dhuhr-Zeit und es ist die Dhuhr-Zeit läuft bald ab, läuft bald aus. Und du hast Dhuhr nicht gebetet, weil du kein Wasser hast und du hast auch keine Möglichkeit, Tayammum zu machen. Was machst du? Die Antwort lautet, du betest. Es gibt verschiedene Ansichten für den Ulama. Ja? Aber die bevorzugte Ansicht ist, du betest einfach in diesem Zustand, wie es ist. Fertig. Ohne Wudu, ohne Tayammum, das war's. Okay? So. Umar ibn Khattab hat davon gehört, von dieser Fatwa. Und hat er ihn zu sich gerufen. Er hat gesagt, was erzählst du eigentlich den Leuten? Er sagte, ich erzähle den Leuten das und das und das. Er sagte, wie kommst du darauf? Hat er zu ihm gesagt, Ammar ibn Yasir sagt, kannst du dich nicht erinnern damals, als wir zusammen in der Wüste waren? Da hatten wir kein Wasser. Und der Tayammum war noch gar nicht offenbart worden. Es gab noch keinen Tayammum. Wir hatten kein Wasser und wollten beten. Und wir hatten nicht genug Wasser. Was mich angeht, ich habe einfach gebetet ohne Wudu. Und was dich angeht, du hast damals dich, im Sand gewälzt, okay, und du hast dann einfach, was dich angeht, was mich angeht, Ammar ibn Yasir sagt, ich habe mich im Sand gewälzt und habe einfach gern gebetet, ohne Wudu gemacht zu haben. Und was dich angeht, du hast gar nicht gebetet.
Du hast nicht gebetet. Weil du hast dir gedacht, ich habe keinen Wudu und Allah nimmt das Gebet so und Wudu nicht an. Und Umar ibn Khattab hat die Sache vergessen. Er hat sich nicht mehr daran erinnern können, wenn er dieses Ereignis. Und dann sagt der Umar ibn Yasir, aber weißt du was? Weil ich dir gehorchen muss und du bist der Khalifa, wenn du möchtest, werde ich den Leuten die Sache nicht erzählen. Und dann sagt der Khattab, nein, du erzählst es den Leuten selbstverständlich. Das heißt, diese Meinungsverschiedenheit, Umar ibn Khattab hat diese Einsicht, dass man in diesem Fall nicht beten kann. Und Ammar ibn Yasir hat die Ansicht verbieten, ist darauf zurückzuführen, dass der eine von beiden den Beweis einfach vergessen hat. Und glaubt ihr, dass die Gelehrten sich immer an alles erinnern können? Es gibt ein Buch, was geschrieben worden ist über Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, wo er in Fath al-Bari ist die Erläuterung zu Sahih al-Bukhari, wo er sich selbst korrigiert. Also ein ganzes Buch geschrieben, alle Stellen, wo Ibn Hajar zu dessen widerspricht, beziehungsweise seine Meinung revidiert. Ja. In einem einzigen Buch. Ja, subhanallah. Ein weiterer... Ein ganzes Buch, nicht ein einziges, sondern ein ganzes Buch. Ein großes, was habe ich gesagt? Ein einziges Buch, das heißt ein ganzes Buch, wo er sich revidiert. Ja? Ach so, recht. dann, liebe Geschwister, was wichtig ist, nicht jeder Mensch kennt alle Hadithe. Warum denken wir immer, der Imam so und so, der weiß alles. Und der was Imam Malik, rahimahullah, der kennt alle Hadithe. Ja. Und manche haben so ein Gedankenkonstrukt, die denken sich, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, war der Erste. Dann alle drei anderen kamen danach, das heißt, alle haben das Wissen von ihm profitiert. Also das ist ein Gedankenkonstrukt, Leute, der ist jenseits der Realität. Absolut, es wäre so, wisst ihr, ein Gelehrter, der nur einen Lehrer hat, der ist so, das ist wirklich armselig. Das ist sehr armselig, was willst du von einem Menschen alles lernen? Ja. Du lernst von ihm ein paar Sachen bevor. Ja. Also liebe Geschwister, dieses Gedankenkonstrukt, der stimmt absolut nicht. Ein Beweis dafür ist, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, war mit den Sahaba, mit großen Gelehrten der Muhajirin und Ansar, auf dem Weg nach Damaskus. Und in Damaskus war die Pest ausgebrochen, auf Ta'un. Und dann wusste er nicht Bescheid, Umar radiallahu anhu, soll er da reingehen oder nicht reingehen? Weil die Pest, wenn man davon befallen wird, wird man wohl sterben. Dann hat er die großen Sahaba, die Gelehrten von den Ansar und den Muhajirin zusammen versammelt, wie er es immer gemacht hat, wenn er etwas nicht wusste. Und hat sie gefragt, kennt jemand von euch einen Ausspruch des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Pest, wie man damit umzugehen hat? Und sie wussten nicht Bescheid. Keiner von ihnen wusste Bescheid. Während sie da saßen, kam dann Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu. Und Abdurrahman ibn Auf, er war gerade nicht da. Er hatte etwas zu erledigen. Hat sein Geschäft verrichtet. Auf jeden Fall kam er dann zu den Leuten zurück und hat gesagt, worum geht's? Was besprecht ihr? Und sie sagten ihm, wir wissen nicht, wie wir umzugehen haben. Sie haben gehört, es gibt die Pest in Damaskus. Hast du darüber Wissen? Und dann sagte Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu arda, ja, ich habe darüber etwas vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Und zwar sagte sallallahu alaihi wasallam, wenn die Pest in einem Land ausgebrochen ist, dann geht nicht hin. Und wenn ihr dort schon seid, während sie ausgebrochen ist, dann geht aus dem Land nicht mehr raus. Und dadurch hat Umar ibn Khattab nicht gewusst und die großen Gelehrten der Ansar und Muhajirin nicht gewusst. Nur Abdurrahman hat es gewusst, ibn Auf radiallahu anhu. Was ist das Problem? Kein Problem. Ja, es ist kein Problem. Und ein Gelehrter heutzutage, erst recht, weiß nicht alles. Ja, erst recht, weiß nicht alles. Ein weiterer Grund, wie es zu Meinungsverschiedenheiten geben kann, als letztes Beispiel, ist das eine entscheidende Sache. Liebe Geschwister, ihr wisst, jeder Hadith wird über eine Überlieferungskette überliefert. Von Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zur heutigen Zeit. Wer diesen Hadith überliefert bekommen hat, mit einem authentischen Isnad, der wird danach handeln. Wer den Hadith überliefert bekommen hat, über einen unauthentischen Isnad, wird nicht danach handeln. Das war's. Ein Grund ist, das ist ein Grund für die Meinungsverschiedenheit bei den Ulama, unter anderem ein Grund.
ob das Berühren einer Frau zum Verlust des Wudu führt oder nicht. Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, und auch andere Gelehrte haben folgenden Hadith überliefert über Aisha, radiallahu anha. Die sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّعَ. Aisha, radiallahu anha, sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, manche seiner Frauen oder eine Frau, bevor er zum Gebet ging, küsste, und dann ging er zum Gebet, ohne sein Wudu zu erneuern. Das ist ein starker Beweis, wenn nicht ein sogar ganz klarer Beweis dafür, dass das Berühren einer Frau nicht zum Verlust vom Wudu führt. Und ihr kennt die berühmte Ansicht bei Imam al-Shafi'i, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, sie sind der Ansicht, dass das bloße Berühren einer Frau führt zu Wudu-Verlust. Okay, Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, und die Shafi'i kennen diesen Hadith nicht? Doch, sie kennen den Hadith. Die entscheidende Sache, liebe Geschwister, in diesem Hadith ist folgendes. Aisha radiallahu anha, sie überliefert das über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Jetzt pass auf, die Person, die das über Aisha überliefert, im Isnad, heißt Urwa. Urwa. Urwa, gibt zwei Urwa. Es gibt zwei Urwa, die es sein können. Der eine ist Urwa al-Muzani, das ist ein Überlieferer. Dieser Urwa al-Muzani, da streiten sich die Gelehrten sozusagen darüber, ob er Aisha radiallahu anha jemals getroffen hat. Das heißt, wenn es Urwa al-Muzani war, dann haben wir hier eine Lücke in der Überlieferungskette und diese Lücke führt dazu, dass dieser Isnad da'if ist. Dass dieser Isnad da'if ist. Fertig. Jetzt hört euch vor, die Lücken, die dieses Volk der Schrift hat, ha? Bei den Evangelien. Die haben Lücken von ein paar hundert Jahren. Also das wäre für uns absolut nicht brauchbar. Ja? Da stärkt sich auch nicht mal durch irgendwas anderes. So. Andere Gelehrte sagen, nein, gemeint ist nicht Urwa al-Muzani, sondern gemeint ist der berühmte Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr ist der, sein Vater ist al-Zubayr ibn al-Awwam, ein Sahabi radiallahu anhu. Sein Vater ist der Mann von Asma bint Abi Bakr. Asma, die Tochter von Abu Bakr, ist die Halbschwester von Aisha radiallahu anha. Und Urwa ibn Zubayr ist bekannt dafür, dass er über seine Tante überliefert hat. Seine Tante ist Aisha. Ja? Aber Tante mütterlicherseits. Sozusagen Halbtante mütterlicherseits. Wer also gesagt hat, es ist damit gemeint, ist Urwa ibn Zubayr, der sagt, der Isnad ist geschlossen an dieser Stelle, gar kein Problem. So, und deswegen sagte At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, am Ende, was er selbst sagte in der Erklärung, وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُ لَا يَصُحُ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الْإِسْنَاد. At-Tirmidhi, rahimahullah, sagte, unsere Gefährten, wen meint er damit? Manche Gäste sagen die Schafi'iyya, meint er damit. Weil er war selbst Schafi'i. Al-Mazhab. Er sagt, unsere Gefährten, aber richtiger ist, Wallahu A'lam, so heißt in der Erläuterung, dass damit gemeint ist, die Hadith-Gelehrten. Das heißt, die meisten Hadith-Gelehrten, sagt er, haben es unterlassen, nach diesem Hadith zu handeln, weil der Isnad bei ihnen nicht authentisch ist. Er wusste von der Meinungsverschiedenheit. Er wusste, aber trotzdem hat er das gesagt. So, und jetzt gilt es, liebe Geschwister, jetzt, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, geht es darum, was macht man, welche Ansicht folgt man. Zusammengefasst, natürlich, man folgt der richtigeren Ansicht. Das ist eine schöne Aussage, nur dass die Aussage ist problematisch, weil wer ist denn imstande dazu zu entscheiden, welche Aussage richtiger ist und welche Aussage weniger richtig ist. Denn manche Gelehrte sagen, das ist halal. Und manche Gelehrte sagen, das eine ist haram. Die Menschen, liebe Geschwister, sind unterschiedlich. Es kann sein, dass du selbst gelehrt bist. Es kann sein, dass du selbst ein Mujtahid bist. Das heißt, du bist auf der Stufe, dass du Ijtihad machen kannst. Das heißt, du bist selbst imstande, die Quelltexte zu untersuchen und ein Urteil zu fällen. Dafür gibt es bestimmte Bedingungen. Aber es kann sein, dass du diesen Status erreicht hast.
Und das ist übrigens, deswegen sind wir auf keinen Fall der Ansicht von manchen Leuten, die sagen, der Ijtihad ist irgendwie abgeschlossen oder sowas. Es gibt kein Ijtihad mehr und auch nicht in den Ibadah. Das ist, dieser Ansicht folgen wir nicht. Und diese Ansicht haben manche Gelehrte vertreten, früher auch, das stimmt, aber diese Ansicht folgen wir nicht. Der Ijtihad, diese Tür hat niemand geschlossen, niemand hat den Schlüssel auch, um diese Tür zu schließen. Niemand hat den Schlüssel, den Leuten zu verbieten, die Quellen aus dem Koran zu untersuchen und Urteile zu fällen. Mit den Bedingungen, die es gibt, zweifellos. Wir wollen nicht ein Durcheinander verursachen, aber wenn man Mujtahid ist, dann muss man selbst Ijtihad machen und darf nicht blind einer Ansicht folgen. Das heißt, wenn man diese Staatsbereich. Aber dieser Fall ist der seltenste Fall. Der zweite, Allah hat die Sache in Surat An-Nisa im 83. Vers angedeutet, dass es Leute gibt, die imstande sind, herauszufinden, und manche Leute sind nicht imstande, herauszufinden. Die zweite Stufe ist, dass man selbst kein Mujtahid ist. Man ist gelehrt, man ist ein Talib Ilm, ein Student, dass man kennt sich gut aus, dann muss man einem Gelehrten folgen, aber nicht blind, sondern mit Beweis. Weil du kennst dich aus. Das heißt, es reicht nicht, dass du sagst, der Sheikh so und so hat das gesagt, ja, sondern du sollst auch wissen, warum er das gesagt hat. Weil du folgst nicht ihm, sondern du folgst Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Also du musst wissen, warum er das gesagt hat. Deswegen gibt es den berühmten Ausspruch von Abu Hanifa rahimahullah, dass er gesagt hat, es steht niemandem zu, niemand darf meiner Ansicht folgen, bis er weiß, woher ich das genommen habe. Bis er weiß, woher ich das genommen habe. Das gilt für den Talib Ilm, der nach Wissen strebt und sich auskennt schon und auch teilweise schon fast ein Gelehrter ist. Der folgt natürlich dem stärksten Beleg, weil wenn er dann weiß, der Gelehrte unterstützt sich auf einen Hadith, von dem er weiß, der ist überhaupt nicht authentisch, dann darf er ihm darin nicht folgen. Die dritte Stufe ist jetzt der einfache Mensch, der nicht gelehrt ist, kein Mujtahid ist, kein Talib Ilm ist. Was soll er machen? Darüber, liebe Geschwister, haben die Gelehrten verschiedene Ansichten. Manche Gelehrte sagen, man folgt einfach egal wem. Egal wem. Möchtest du dem folgen, folgst du dem. Folgst du dem, folgst du dem. Kein Problem. Möchtest du die einfachere Ansicht auswählen, wählst du die einfache aus. Möchtest du die schwierigere auswählen, wählst du die schwierigere aus. Weil sie sagen, es gibt keinen klaren Beweis, dass man einem bestimmten Gelehrten folgt. Die zweite Ansicht ist, die sagen, grundsätzlich folgst du der einfacheren Ansicht. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. Macht es leicht und macht es den Leuten nicht schwer. Und sie stützen sich auch auf einen weiteren Hadith, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er vor eine Entscheidung gestellt worden war, dass wenn er die Möglichkeit zu entscheiden, links oder rechts, dann hat er immer den einfacheren Weg gewählt, solange dieser nicht sündhaft war. Das Problem in dieser Ansicht ist, liebe Geschwister, dass diese Hadithe nicht eindeutig sich auf das beziehen, von dem wir reden. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich immer den einfacheren Weg ausgewählt hat, hat nach der Ansicht von Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala gar nichts mit religiösen Angelegenheiten zu tun, sondern mit weltlichen, irdischen Angelegenheiten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, jetzt in die Moschee zu gehen, zu Fuß, es ist aber anstrengend und weit, und du hast die Möglichkeit, mit dem Auto zu gehen. Dann geh mit dem Auto. Du hast das Fahrrad, geh doch mit dem Fahrrad, geht schneller, ist angenehmer, nicht so anstrengend. Ja? Du machst es dir eben leichter in den weltlichen Angelegenheiten. Ja? Die zwei Moscheen, die eine ist weit weg, die andere ist nah. Geh in die Moschee, die neben dir in deinem Haus. Warum machst du diese Anstrengung, gehst du weit in die Moschee? Ja? Das heißt, obwohl das so eine religiöse Angelegenheit ist, vielleicht nicht ein ideales Beispiel, weil auch da soll man sogar in die Moschee gehen, die näher einem ist und nicht in die Moschee, die weiter weg ist. Die nächste Ansicht, die dritte Ansicht, dass man sagt, man muss der strengeren Ansicht folgen. Der schwierigeren Ansicht folgen. Diese Ansicht stützt sich auf die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo er im Hadith von An-Nu'man radiallahu anhu ibn Bashir radiallahu anhu gesagt hatte,
der Halal, alles was Halal ist, ist glasklar. Und was Haram ist, ist glasklar. Aber dazwischen gibt es Dinge, die unklar sind. Viele Menschen wissen nicht, ist es Halal oder Haram. Aber es gibt Menschen, die wissen es. Ja? Und dann sagt der Prophet, wer diesen Unklarheiten aus dem Weg geht, der schützt seine Würde und seine Religion. Der schützt seinen Islam. Und der Hadith geht noch weiter abzukürzen jetzt. Ja? Dieser Hadith sozusagen sagt zu dir, wenn du nicht sicher bist, ist das, was richtiger ist von beiden Ansichten, dann geh auf Nummer sicher. Und mach nicht die Sache, die zweifelhaft ist. Und auch die Aussage des Propheten, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Das heißt, unterlasse, was in dir Zweifel erweckt, was nicht klar ist, für das, was klar ist, was keine Zweifel in dir erweckt. Ja? Die bevorzugte Ansicht, liebe Geschwister, ist die folgende Ansicht. Und zwar, dass man grundsätzlich, wenn es einem möglich ist, dieser Hadith von Nu'man ibn Bashir bezieht sich, wallahu a'lam, nicht auf die Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten wiederum. Warum? Weil es heißt im Hadith eindeutig, viele Menschen kennen das nicht, aber es gibt Leute, die wissen, was Halal ist. Zum Beispiel, wer von uns weiß heutzutage, dass wenn er Geld hat, Euro, und er will Gold kaufen, ja, dass das eine Angelegenheit ist, in der ein Zinsvertrag zustande kommen kann. Und hier, wer von uns weiß, dass wenn er zum Beispiel für 100 Euro ein paar Gramm Gold kauft, muss dieses Geschäft vor Ort abgeschlossen werden, während du noch in diesem Geschäft bist. Du darfst nicht sagen, zum Beispiel ich zahle, mache eine Anzahlung auf das Gold und dann zahle ich das Gold in Raten ab. Das ist Haram. Ja? Und das ist eine Form von Riba, eine Form von Zins. Ja? Sondern dieses Geschäft muss sofort abgeschlossen werden. Entweder du zahlst den Betrag vollkommen oder du lässt es bleiben und zahlst, wenn du das Geld hast. Wer von uns weiß das? Aber es gibt Gelehrte, die wissen es, aber die wenigsten sind das eben. Deswegen dieser Hadith, Allah bezieht sich nicht auf die Meinungsstände der Gelehrten, sondern bezieht sich vielmehr auf Sachen, die die meisten Leute einfach nicht wissen. Am richtigsten ist, Wallahu a'lam, dass man den wissensreichsten Gelehrten zu fragen hat, sobald es einem möglich ist. Wir sagen nicht Pflicht, weil auch wenn eine Person viel mehr Wissen hat als die andere Person, heißt noch lange nicht, dass sie auch in dieser Angelegenheit es besser weiß als die andere Person. Kann sein, in dieser Angelegenheit, der andere kennt sich besser aus. Deswegen ist es bevorzugt, dass man jetzt die Frage ist, okay, wie weiß ich, dass jemand Wissen hat? Die Antwort lautet, wir kommen nicht vom Mond. Ja? Es ist nicht so, dass wir hier auf der Erde leben und keine Ahnung haben, was abspielt. Sondern es ist der Status quo, wie man sagt, der jetzige Status ist, es gibt schon Gelehrte, die anerkannt sind und die man fragen kann. Ja? Es ist nicht so, dass du erst herausfinden musst, wer gelehrt ist. Nein, es gibt Leute, von denen du vollkommen überzeugt bist, dass sie gelehrt sind und weil all die Gelehrte auch das bezeugen für ihn, dass sie schon gelehrt sind. Ja? Also hast du die Möglichkeit zu fragen und dann danach einfach zu handeln. Was machst du, wenn zwei Gelehrte verschiedene Ansicht haben? Dann, liebe Geschwister, soll man sich auch ein bisschen Mühe geben. Genauso wie du, wenn du krank bist, wirst du nicht einfach der einfachsten zu dem nächsten Arzt gehen, der einfach an deiner Ecke ist, wenn du ein großes Problem hast, sondern du gibst dir Mühe. Und manche verreisen weite Strecken, nur damit sie zu einem Arzt kommen, der besonders begabt ist. Sie verreisen manchmal von Saudi-Arabien nach Amerika oder von Saudi-Arabien nach Deutschland, nur weil sie wissen, da gibt es eine Augenklinik, die besser ist als alle anderen auch. Warum dann in der Religion alles auf die leichte Schulter nehmen? Na, auch in der Religion kannst du einen Gelehrten fragen, er gibt dir eine Antwort. Diese Antwort, du bist mit der eigentlich nicht ganz zufrieden. War zufrieden, weil du bist nicht ganz sicher, ob die Antwort stimmt. Oder du weißt, es gibt einen anderen Gelehrten, der woanders gesagt. Der eine sagt das, der andere sagt das. Was machst du jetzt? Du musst eins von beiden machen. Du musst nach einem von beiden im Endeffekt handeln. Was machst du? Die Antwort lautet, liebe Geschwister, du kannst die Antwort des ersten Gelehrten nehmen und gehst zum zweiten und fragst ihn darüber. Du sagst ihm, lieber Scheich, lieber Mufti, ja, sagst du ihm natürlich auf respektvolle Art und Weise und nicht wie manche Leute machen, sie wollen den zweiten Gelehrten prüfen, auf die Probe stellen, ob er sich auskennt und sowas. Nein, geht es dir darum, die Person auf die Probe zu stellen oder geht es dir darum, diesen Gelehrten zu stellen? Sondern es geht darum, herauszufinden. Wenn der Zweite jetzt eine Antwort hat auf deine Angelegenheit, dann kannst du mit diesem Wissen wieder zum Ersten gehen und sagst dir, pass auf,
der Sheikh, der zweite Gelehrte, vielleicht ist es nicht angenehm, den Namen zu erwähnen, sagt ihm, ich habe herausgefunden, dass manche Gelehrte auf das, was du gesagt hast, auf die und die und die Art und Weise antworten. Ja? Was ist deine Meinung dazu? Und auf diese Art und Weise, die Geschwister, findet man sehr schnell heraus, und das ist kein Spiel, was ewig dauert. Nicht, dass man denkt, das geht dann ewig so hin. Es gibt es Fälle, aber nicht immer. Und dann findest du leicht heraus, welcher Gelehrte sich in dieser Angelegenheit wirklich besser auskennt, und dann handelst du danach, und danach hast du deine Pflicht erledigt. Der Prophet hat ja auch gesagt, dass wenn man Ijtihad macht und man liegt richtig, kriegt man eine Belohnung, kriegt man zwei Belohnungen. Und man falsch liegt, kriegt man eine Belohnung. Also von dir ist nicht verlangt worden, ans Ziel zu kommen, sondern dir ist verlangt worden, zu versuchen, ans Ziel zu gelangen. Die Gelehrten haben auch danach gehandelt und deswegen zwei Beispiele dazu und dann kürze ich das ab, weil ich habe schon länger geredet, als ich eigentlich darf. Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala sagte, Raditu bi malikin hujjatan bayni wa bayna Allah. Das heißt, er sagte Imam al-Shafi'i, ich nehme mir Imam Malik, sein Lehrer gewesen, einer seiner Lehrer gewesen, ich nehme mir Imam Malik als Beweis, als Argument bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn ich Yawm al-Qiyamah gefragt werde, dann habe ich kein Problem damit zu sagen, ich habe danach gehandelt, weil Imam Malik diese Antwort mir gegeben hat. Das heißt, wenn du einen wirklichen Gelehrten gefragt hast, einen großen Gelehrten gefragt hast, der Wissen hat und gottesfurchtig ist, das sind die zwei Bedingungen. Wissen muss er haben über das, was du überredest, und gottesfürchtig, damit er auch wirklich die Wahrheit spricht. Ja, und nichts verheimlicht. Dann, wenn du diese Antwort nimmst, hast du vor Allah subhanahu wa ta'ala ein Argument und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich auf keinen Fall zur Rechenschaft ziehen. Ja, auch wenn der Gelehrte dir eine falsche Fatwa gegeben hat. Solange er diese beiden Bedingungen erfüllt hat. Und der weitere Beweis, der letzte, den ich erwähnen möchte, ist, zur Zeit von Umar ibn Khattab gab es eine Meinungsverschiedenheit. Und zwar ging es um, wodurch, verzeiht mir, dass ich das so anspreche, aber wodurch muss man Russel machen, wenn man mit seiner Ehefrau zusammen gewesen ist. Und manche Gelehrte, ich meine jetzt Sahaba, radiallahu anhu, haben gesagt, nicht nur durch das Berühren an sich, sondern durch das Gesamte. Ja. Dann, und andere sagten, nein, sobald man sich berührt hat, dann, ihr wisst, was ich meine, dann muss man schon Russel machen, die große Ganzwaschung machen. Also natürlich nicht die Berührung, ihr wisst, was ich meine. Also, ja. Dann sagte diese Meinungsverschiedenheit, und dann hat Umar ibn Khattab radiallahu anhu gefragt. Wen hat er gefragt? Er hat die Mutter der Gläubigen gefragt, Aisha radiallahu anha. Er fragte sie und sie sagte, der Gesandte Allah, warum ist die Meinungsverschiedenheit zustande gekommen? Weil am Anfang des Islam war es so, dass durch die bloße Berührung ist der Russe nicht verpflichtend gewesen. Später allerdings kam ein neues Gesetz. Deswegen sagte Aisha radiallahu anha, dass der Prophet gesagt hat, إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. Das heißt, sobald die beiden beschnittenen Geschlechtsteile aufeinandertreffen, muss der Ghusl vollzogen werden. So. Sobald nur die Berührung stattfindet, sozusagen. Ja? Also genau die Details findet man dann im Fiqh noch mehr. Dann sagte Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, nachdem er das gehört hat von Umm al-Mu'minin, von der Mutter der Gläubigen, لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغسل إلا أنهكته عقوبة. Er sagte, ab jetzt, wenn jemand so etwas macht und trotzdem die Ganzwaschung nicht vollzieht, werde ich ihn bestrafen. Umar Radon hat keine Meinungsverschiedenheit in die Sache zugelassen. Das heißt, es gibt Dinge, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Die Mutter der Gläubigen kennt sich besser aus als die anderen Leute. Denn sie weiß das, denn sie hat sowas erlebt. Und Aisha radiallahu anha sagte selbst, über sich selbst, und da gibt es keine Scham in der Religion. Sie sagte, ich und der Gesandte sallallahu alaihi haben sowas gemacht und wir haben seine Russel verzogen. Ja. Und dieser Hadith ist überliefert, also das, was ich gesagt habe über Umar, in Musnad ibn Ahmad und anderswo in Musannaf ibn Abi Shayba und auch in Mushkil al-Athar von al-Tahawi, rahimahullah ta'ala. Das ist, was ich euch sagen wollte, liebe Geschwister, und wenn etwas falsch war, dann war es von mir, vom Shaytan, und wenn es richtig war, war es von Allah subhanahu wa ta'ala. Und inshallah habe ich euch versucht, ein bisschen die Sache deutlicher zu machen. Jetzt, wenn irgendwelche Fragen gibt zu dem, was ich gesagt habe, dann bitte beantworten.